Hallo alle zusammen. Bist du es leid, dein Haus mit deinen eigenen Händen zu putzen? Träumst du davon, dass jemand anderes das für dich erledigt? Dann ist es höchste Zeit, mit der Zeit zu gehen und die neuen Technologien zu nutzen. Es ist nun an der Zeit, den Schritt zu wagen und sich einen Roboterstaubsauger zuzulegen. Eine neue Möglichkeit, langfristig Mühe und Geld für Reinigungsmittel zu sparen. In dieser Kaufberatung stellen wir dir unseren Vergleich der 7 günstigsten Staubsaugerroboter vor, die auf Amazon erhältlich sind. Bevor du jedoch mehr erfährst, möchten wir dich bitten, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. So bleibst du immer auf dem Laufenden über unsere neuesten Hightech-Produkte und wirst als erstes benachrichtigt, wenn wir unser neues Video veröffentlichen. Nun geht's ohne Verzögerungen weiter zu unserer Auswahl. Beginnen wir mit diesem Roboterstaubsauger, der eine intelligente Navigation verwendet. Er verfügt über 11 Kollisionssensoren und 3 Antifallsensoren, um die üblichen Zusammenstöße mit Möbeln zu vermeiden. Er erstellt auch eine Kartografie, dank der er genau weiß, an welchen Stellen er vorbeigekommen ist, sowie die Zeit und den Raum, den er zurückgelegt hat. Dieser Staubsaugerroboter verfügt auch über ein Wischsystem, was die Ausstattung ziemlich komplett macht. Er verfügt auch über einen Magnetstreifen, um Bereiche abzugrenzen, die er nicht durchfahren soll. Außerdem kann er Teppichkanten bis zu 2 cm überfahren. Allergikern wird es gefallen, dass er mit einem Filter ausgestattet ist, der 99,99% der Schmutzpartikel zurückhält. Und darüber hinaus bietet er noch einen weiteren Vorteil für Faulpelze. Er hat einen großen Tank mit 600 ml Fassungsvermögen. Das erleichtert das Leeren des Behälters, da er eben nicht jeden Tag geleert werden muss. Du kannst ihn sowohl mit der Fernbedienung als auch mit der mobilen App bedienen. Der Konga 1090 ist eines der Modelle, die die Marke Sekotec berühmt gemacht haben. Dieser Staubsaugerroboter ist sehr umfassend, da er nicht nur staubsaugen kann, sondern auch eine Reinigungsfunktion beinhaltet. Dieser Roboterstaubsauger ist perfekt, wenn du Haustiere hast. Er enthält nämlich auch eine spezielle Bürste für Haare, was Verfilzungen verhindert. Du kannst die mobile App verwenden oder ihn manuell bedienen. Der Nachteil ist jedoch, dass er keine Fernbedienung hat, was manche Nutzer vermissen werden. Mithilfe der App kann man auch die Wartung des Zubehörs kontrollieren und weiß, wie lange es hält. Sie zeigt uns auch an, wann dieses ausgetauscht werden muss. Das mag zuerst albern klingen, aber es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man nicht an die Termine denken muss oder weiß, ob man einen Teil schon ausgetauscht hat oder eben nicht. Er gehört nicht zu den lautesten Staubsaugerrobotern. Du kannst also anderen Beschäftigungen nachgehen oder sogar ein kleines Nickerchen machen, ohne dass er dich zu sehr dabei stören würde. Dank des Dirty-Tech-Sensors kann der iRobot Roomba 692 den Verschmutzungsgrad in jedem Bereich deines Hauses erkennen. Daher führt er in den Bereichen, in denen es nötig ist, mehr Arbeit aus. Dieser Roboter ist super intelligent, da er alle deine Haushaltsangewohnheiten lernt. Mithilfe der iRobot Home App schlägt er sogar eine zusätzliche Reinigung vor, wenn du Allergien hast. Er verfügt über das Navigationssystem iAdapt 1.0, das es ihm ermöglicht, sich mithilfe von Sensoren statt einer Kamera fortzubewegen. Er verfügt jedoch nicht über eine Mapping-Funktion oder eine Raumreinigungsfunktion. Dieser Staubsaugerroboter hat außerdem die Fähigkeit, seine Ladestation zu erkennen und bei Bedarf dorthin zurückzukehren. Der iRobot Roomba 692 bietet Wi-Fi-Konnektivität, sodass du ihn von deinem Smartphone beispielsweise auch mit Sprachassistenten wie Alexa oder Google Assistant steuern kannst. Dieser kleine Roboterstaubsauger hat im Gegensatz zu den meisten Geräten keine Bürste mit einer Rolle in der Mitte, sondern nur eine breite Düse, die den Schmutz aufnimmt. Ein Pluspunkt für Tierbesitzer, da sich die Haare auf diese Weise nicht verfangen und die Pflege einfacher ist. Ein weiterer Vorteil, da der Durchmesser kleiner ist als bei anderen Staubsaugerrobotern, passt er in alle Ecken. Er kommt problemlos durch enge Bereiche, zum Beispiel zwischen Stuhlbein oder zwischen Couchtisch und Sofa. Er wird über eine mobile App bedient und verfügt nicht über eine Fernbedienung, was ein Problem darstellen kann. Er enthält auch keinen Magnetstreifen oder ein anderes Zubehör, mit dem du die engen Bereiche markieren könntest.
Wenn du also nicht willst, dass er überall hingeht, musst du ihn in dem Raum einschließen, den du reinigen willst. Leider wird er, wie die meisten billigen Staubsaugerroboter, mehrmals an denselben Stellen vorbeikommen. Dabei kann es vorkommen, dass er einige Bereiche nicht gesaugt hat. Im Gegensatz zu hochwertigen Modellen weiß der Staubsaugerroboter nicht, wann er mit der Reinigung deines Hauses fertig ist. Er wird erst fertig, wenn du ihn in die Pause schickst oder wenn er noch 20% seiner Akkulaufzeit übrig hat. Dieser Staubsaugerroboter zeichnet sich durch seine hohe Leistung und seinen HEPA-Filter aus. Sein Teppichsauger bietet eine schnellere Reinigung als die meisten anderen Modelle zu einem ähnlichen Preis. Dieser Roboterstaubsauger von ProSenic bietet also erstklassige Eigenschaften zu einem recht günstigen Preis. Er ist relativ leistungsstark, 3000 PA und ziemlich leise, während er gleichzeitig saugt oder schrubbt. Dafür macht er keine Kartierungen und die mobile App zeigt dir nur, was er gereinigt hat. Der Staubsaugerroboter folgt nur einem Befehl. Er zieht gerade Linien, weicht Hindernissen aus und beendet die Reinigung sehr schnell. Der positive Aspekt dieses Roboterstaubsaugers ist, dass er sehr gut beim Saugen von Teppichen funktioniert, da er automatisch die Leistung erhöht, wenn er diese erkennt. Daher ist er bei dieser Aufgabe effizienter als die meisten Staubsaugerroboter in einer ähnlichen Preisklasse. Schließlich ist es zudem auch angenehm, dass er mit einer Fernbedienung geliefert wird, obwohl er mit der mobilen App einfach zu bedienen ist. Er hat auch einen Magnetstreifen, um ihn daran zu hindern, bestimmte Bereiche zu passieren, aber das kann man nur über die App machen. Der erste Vorteil dieses Xiaomi-Staubsaugers ist seine Effizienz dank einer Kamera und 15 Sensoren, die eine intelligente Route erstellen können. Dieses Modell verfügt über eine intelligente Navigation, ist sehr leise und hat ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Er erstellt eine Karte des Hauses, speichert diese und verbessert so die Reinigung jedes Mal, wenn du ihn benutzt. Außerdem erkennt er Hindernisse sehr gut und weicht ihnen aus. Im Gegensatz zu anderen billigen Roboterstaubsaugern kannst du mit Hilfe der mobilen App virtuelle Barrieren festlegen. Du hast aber auch die Möglichkeit, ihn zum Reinigen eines bestimmten Raumes zu schicken. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass er Teppiche erkennt und die Leistung erhöht, um effektiv zu saugen. Außerdem kehrt er, wenn der Akku leer ist, zur Basisstation zurück, um sich aufzuladen. Dann reinigt er dort weiter, wo er aufgehört hat. Sein größter Nachteil ist, dass er nicht über eine Option zum bloßen Reinigen verfügt. Er muss also gleichzeitig saugen und wischen und kann nur eine einzige Karte speichern. Ein echtes Problem, wenn ein Haus zwei Stockwerke hat. Dies ist ein sehr benutzerfreundliches Modell. Obwohl er keine großen Funktionen bietet, ist er ein guter Helfer bei der Hauspflege. Mit seinen Infrarotsensoren, Stoßfängern und Fallschutzsensoren minimiert er Kollisionen. Wenn er mit Möbeln und Wänden zusammenstößt, bremst er, bevor er sanft dagegen stößt. Er enthält eine Schrubbfunktion, hat aber auch einen kleinen Wassertank, den du regelmäßig auffüllen musst, wenn du das ganze Haus schrubben willst. Der Staubbehälter ist ebenfalls klein und du musst ihn jeden Tag leeren, was umständlich ist und Zeit kostet. Andererseits ist er wegen seiner 150 Minuten Laufzeit interessant, was genug Zeit lässt, um ein großes Haus zu reinigen. Allerdings hat er keine Wi-Fi-Konnektivität, sodass alle Vorgänge mit der Fernbedienung ausgeführt werden müssen. Er kann also ebenfalls nicht kartografiert werden und man kann ihn auch nicht in einen bestimmten Raum schicken. So, das war's, Freunde. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, deinen Traumstaubsaugerroboter zu finden, mit dem du dir die lästige Hausarbeit sparen und dich entspannen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, zögere nicht, es zu liken. Ich möchte dich daran erinnern, dass du alle verlinkten Produkte in der Beschreibung finden kannst. Denke auch daran, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, um keine Hightech-Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder für neue Entdeckungen. Achte auf dich!